Hallo Freunde der Füße, ihr habt mich markiert unter diesem Video und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ja, das sieht schon geschmackig aus. Es sind wahrscheinlich ganz viel Nagelmaterial und Sockenreste, was da drunter sind. Der Nagel hat schon eine massive Länge, also der wird höchstwahrscheinlich so 4-5 Jahre nicht geschnitten worden sein. Ihr seht doch, dass der Nagel ordentlich verdickt ist, somit hat er auch eine Wachstumsstörung. Und er hat lauter so kleine Rillen drinnen. Das kommt auch von dieser Wachstumsstörung. Das sind sogenannte Borrelsche Querfurchen. Und dadurch ist der Nagel auch nicht am Nagelbett mehr angewachsen, durch diese Wachstumsstörung. Das, was hier rausgeholt wird, sind meistens Sockenreste oder so Nagelmaterial oder verhorntes Nagelbett. Das Ganze ist bestimmt auch schön geschmackig und riecht auch gut. Ich würde es jetzt noch schön beifräsen, damit dass der Nagel danach nicht mehr so dick ist und von oben auch nicht drauf drückt, dass das Nagelbett eben so wenig Druck wie möglich bekommt.